Leute, dieses Video wird präsentiert vom EA Creator Network. Ich mache heute ein 50er Pack Opening und habe mir das Fight or Fright Sale Event ausgesucht, um meine vom EA Creator Network spendierten 6700 Coins zu verkloppen. Und ich möchte mir da zwei Skins rausholen. Und dann habe ich noch so viele Packs zusammen, dass ich noch 50 weitere Packs öffnen kann. Das letzte Pack-Opening ist ja schon eine Weile her und deswegen baller ich jetzt hier einfach mal rein, weil mir, das sind die einzigen Skins, die mir für diese Season extrem heftig gefallen. Das ist zum einen das Bündel für Octane. Das werde ich mir jetzt erstmal einverleiben. Nummer 1. Und dann zeig mal euch das mal schön. Also wirklich unfassbar. Eure Meinung in den Chat. Unter dem YouTube-Video, nicht unter dem Chat, wir sind nicht im Livestream. Weil das ist wirklich mal ein kranker Halloween-Skin. Vor allen Dingen ist das ein Skin... Ich weiß es nicht, mir fehlen die Worte. Der ist ultra, ultra nice. So ein bisschen die Vogelscheuche von Batman. Er sieht einfach geil aus. Und vor allen Dingen ist da einfach mal noch ein richtig genialer, passender Wolf-Skin dabei, der auch ebenfalls richtig, richtig mega aussieht. Dann gibt es eben noch 15 Packs dazu. Und ich möchte mir... Noch gebe ich sogar 300 Coins mehr aus, als ich wollte. Hey, aber scheiß drauf. Und dieser, für mich ist das ein absoluter Medusa-Skin, diese Schlangenköpfe, das ist für mich griechische Mythologie. Wie heißt das Pack? Gorgon's Glare. Der sieht sowas von krank aus. Ich würde sagen, das ist der geilste Catalyst-Skin überhaupt, den ich bis jetzt so gesehen habe. Und vor allen Dingen der 45-Skin. Der ist sowas von krank. Guckt euch das einfach mal an. Der ist einfach mega. So, den ballern wir uns jetzt auch noch rein. Und dann machen wir noch 50 weitere Packs auf. Habe ich das eigentlich schon ausgerüstet? Das habe ich noch nicht getan. Das mache ich danach. Und wir haben noch einen weiteren legendären. Ich bin mal gespannt, was wir heute Schönes ziehen. Die letzten Erbstücksplitter sind schon ein Weilchen her. So, da knallt's direkt rein mit einem Revenant-Emote. Oh, geil, 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 geil. Der ist ja ein bisschen krank. Den machen wir hier rein. Mal an, ey, das sieht schon ein bisschen finster aus. So, weiter geht's. Gleich noch was Legendäres. Das ist gut los. Frame. Frame für Ash. Okay. Ja, alles, was uninteressant ist, baller ich direkt schnell durch. Aber ohne Mist, der Halloween-Skin von Octane ist. Versteht mich natürlich nicht falsch aus dem letzten Events. Und auch das kommende Event, was jetzt noch, das Doppelgänger-Event, da sind ein paar richtig nice Skins dabei. Aber nicht so nice, dass ich sage, dass ich die gesponserten Coins von EA dafür auf den Kopf kloppe. Und als ich den Octane-Skin gesehen habe, da wusste ich, der wird's. Also mindestens der Octane, sagen wir mal so, schon wieder was Legendäres. Ich glaube, da fluche ich wirklich in jedem verdammten Pack-Opening, dass Frames einfach mal legendär sind. Dann lieber Coins. Nicht Coins, sondern... Okay. Dann lieber Crafting-Metalle. Wenn ihr Bock habt, schreibt mal in die Kommentare, was ist das letzte Erbstück, was ihr euch freigeschaltet habt. Solltet ihr eins haben? Habt ihr vielleicht irgendwann mal Erbstücksplitter gezogen? Was war das letzte Erbstück oder was war das Erbstück, was ihr euch davon gekauft habt? Oder was hättet ihr gerne noch? Wenn ihr jetzt an meiner Stelle wärt und hättet vielleicht zufällig jetzt Erbstücksplitter. Was wäre es jetzt gewesen mit Ansage?
Ich weiß gar nicht, bei wie vielen Crafting-Metallen ich bin. Irgendwie brauche ich den Sound von dem Pack-Opening, weil das ist irgendwie immer mega. Oh, da waren epische Crafting-Metalle dabei gerade. Ich habe das schon wieder vergessen. 30 waren rare. Okay. Was waren episch? 200 oder 100? Schon wieder. Alter. Ein Elster-Skin. Ein Charge Rifle. Elster? Habe ich gesoffen? Alter, ist der schick. Also in Gold? Und ein bisschen sexy, doch. Den kann man mal mitnehmen. Habe ich schon in COD-Spielen geliebt, die goldenen Skins. Von daher finde ich das auch bei Apex mega. Bam, bam, bam. Schon wieder. Oh, da merkt man erstmal, wie viele Packs man schon geöffnet hat, wenn du fast nur Crafting-Metalle bekommst. Bleib mal Crafting. Tada. Schon wieder 90. Jetzt bin ich gespannt. Ist das geil, Alter. Oh, 200 sind tatsächlich mega. Oh, das ist ja wie in Belgien, Junge. War das in Belgien? Ja, ich glaube, in Belgien ziehst du nur Crafting-Metalle. Also ich frag, warum, da sind Glücksspiele verboten. Weil das unter Glücksspiel zählt. Ach, witzig. Nachdenklich guck. Oh, ein Holo. Ein Holo für den. Alter, mein Emote Wheel ist ja fast voll bei Pathfinder. Okay. So, noch 13 Packs. Na, wenn das kein Zeichen ist. Denn 200 Crafting-Metalle schmecken schon. Ich hätte mal drauf achten sollen. Wobei am Anfang des Videos sieht man ja, wie viele Crafting-Metalle ich hatte am Anfang. Und mal gucken, wie viel ich am Ende habe. Das sind ja alleine schon 600 durch die drei epischen. Kommt noch irgendwas richtig, richtig Geiles. Wie lange ist mein letztes Pack-Opening her? Nummer 4. Ich glaube bestimmt schon ein halbes, dreiviertel Jahr. Wenn das reicht. Noch 5. Einmal legendär ist noch dabei. Los.
2. Ey, das war mit Ansage. Mehr oder weniger. Ein Holo-Bash in legendär, das ist genauso bescheuert. Ein Holo-Spray so rum. Oh, wirklich, ey. Ach, warum? Einfach warum? Egal. Gibt es noch einen kranken Abschluss? Rot. Piu, piu, piu. Gut, Leute. Wie viel haben wir? 4480 Crafting-Metalle und einfach viel zu viele Tocken. Ich hatte schon mal mehr. Wo sind denn die alle hin? Ich war schon mal bei einer knappen Mille. Nachdenklich guck. Ich wüsste nicht, wann ich die rausgeballert haben soll. Komisch. Egal. Leute, das war's mit meinem Pack-Opening. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.